So, wir machen weiter. Railway Empire 2. Schön, dass ihr dabei seid. Expressroute rauf und runter haben wir gebaut. Nächster Schritt auf dieser Strecke ist eine Cargo-Route, um Waren einzuladen und mitzunehmen. Das machen wir jetzt. Ja? Okay. Einmal raus. Einmal bauen, bitte. Vorher kontrollieren wir, ob wir mit im Tech-Tree nochmal was Schönes machen können. Maximalgeschwindigkeiten, die Loks in Kurven fahren können, erhöhen. Anleihen. Alte Loks durch neue ersetzen. Zuwanderungsbüros brauchen wir alles nicht. Dann erhöhen wir mal, wie schnell die Loks in Kurven fahren können. Dann würde ich gerne mal gucken, ob wir beim Personal noch schauen können. Da sind wir schon auf 125% gekommen. Der Wartungsbedarf der Loks verringert. Mehr als die 125% geht gar nicht. Maximalgeschwindigkeiten können wir noch erhöhen. Das können wir hier mal machen. Wir investieren mal in Fortbildung. Das ist nicht so teuer. Ja, jetzt sind wir bei den 125%. Beliebtheit der Züge und Ticketpreise erhöhen. Wunderbar. Sicherheit, Einnahmen der Transporte erhöhen. Wir haben ja so wenig Geld, da müssen wir oben was nachsetzen. Okay. Alles klar. Einmal abspeichern mit F8 und jetzt wollten wir die Waren überall anschließen. Wir machen eine Frachtautomatik, die hier langfährt auf dieser Strecke von Kingsman, Yuma, Taxen, Tassen nach Deming und nach Albuquerque. Was wir dann noch brauchen, ein paar kleinere hier noch anschließen, das werden wir auf jeden Fall machen. Hier können wir zum Beispiel Mais hier oben reinbringen. Das machen wir einmal. Ist hier links noch ein Bahnhof, ein Gleis frei? Hier ist keins mehr frei, ne? Alle 8 sind schon zugebaut. Dann würde ich den Mais eher nach Deming bringen. Oder wir machen neben den speisen den Mais hier ein. Mit Mais und Getreide, das reicht aus. Und die beiden bringen wir dann nach Tassen rein. Die Wolle nach Yuma. Obst wird demnächst auch nachgefragt. Okay, und hier sind auch noch Gleise frei. Machen wir hier oben einen Bahnhof für Beine. Einmal hier. Hier vorne geht's runter. Hier ist ein Versorgungsturm. Da würde ich gerne mit dabei sein. Hier lang. Hier vorne rein, bitte. Und das war's schon. Einmal bauen. Damit das hier von hier weiter transportiert werden kann in die anderen Städte, packen wir hier ein Lagerhaus rein, in das Getreide und Mais reinkommen. Als Modul an den Bahnhof ran. Getreide, Mais. Dann starten wir hier unseren Zug. Eine Frachtroute bitte. Frachtlok. Ein Zug reicht. Hier geht's los. Minimum bitte 1 mitnehmen oder 2. Hierhin leer zurück bitte. Bestätigen. Einmal Abfahrt bitte.
Mais und Getreide werden rübergebracht. Oh Gott, jetzt hat sich der Winkel hier auch noch verändert. Ich sehe fast nur Himmel hier. Oh Gott. Wie ändere ich das denn hier? Oder bilde ich mir das ein, dass wir zu viel Himmel vor der Kamera haben und zu wenig Strecke? Oder bin ich überempfindlich und bilde mir schon Dinge ein, Leute? Ehrliche Antwort. Könnt gerne reinschreiben im Chat. WB, ich sehe das auch. Oder WB, du tust mir leid. Oder wie auch immer. Eins von beidem hier. Die werden ins Lager gebracht. Das funktioniert auch glänzend. Einmal raus, einmal leer zurück. Dann wollten wir Wolle nach Yuma bringen. In Kingman brauchen wir ein Lagerhaus. Oder gibt es eins? Schon wieder vergessen. Lagerhalle. Getreide, Vieh, Zucker und Mais werden hier eingespeist. Dann speisen wir hier noch Wolle ein. Bitte. Hier rein, bitte. Hier gibt es einen Versorgungsturm, den wir mitnehmen wollten. Oder? Ich glaube, da ist einer. Da ist einer. So kann man das machen. Prima. Oben rauf. Ja, sieht top aus. Damit können wir arbeiten. So geht's auch. Einmal bauen. Hatten wir hier rechts das Thema Versorgungsturm auch gecheckt? Ja, ne? Hier unten war irgendwo einer, da war einer, genau. Und ein Wartungsdepot war, glaube ich, ein Wartungsgebäude war in Tassen auch da, ne? Da ist auch eins. Dann brauchen wir so ein Wartungsteil auch in Yuma. Ein Wartungsdepot. Versorgungsturm ist da. Einmal Zug einsetzen. Einmal Fracht. Hier starten wir. Minimum 2 mitnehmen, bitte. Hier hin und leer zurück. Cybermann, guten Abend, schreibt, ich verstehe im Spiel etwas nicht. Ich habe 2 Bahnhöfe mit 4 Gleisen angeschlossen, an beiden 2 Weichenköpfe gemacht. Ich kann auch nur 2 Gleise benutzen, Richtung richtig eingestellt. Egal, was ich mache, er lässt keine Wegpunkte zu. Das hatten wir eben auch, also nicht genau das, aber eine ähnliche Situation. Und die Lösung war die, dass da anscheinend, also unter der Voraussetzung, dass du wirklich alles mit hin und zurück und in Richtungen richtig eingestellt hast. Bei uns war die Lösung, und darüber berichten auch andere, dass es manchmal so einen Bug gibt im Spiel, dass irgendwo beim Gleisbau das Spiel sich denkt, oh, jetzt kann ich keinen Weichenkopf mehr setzen. Und wir haben das dadurch gelöst, dass wir nach dem Ausschlussverfahren immer Teile der Gleise entfernt haben, dann geguckt, also der anderen Gleise daneben auch. Bei uns war es eine benachbarte Strecke. Also ein Gleis, um das es gar nicht ging. Das war neben dem, wo wir den Weichenkopf hinsetzen wollten. Das Nachbargleis mussten wir einmal teilweise entfernen. Dann konnten wir da vorne
den Weichenkopf setzen, dann konnten wir da die Gleise wieder hinsetzen und so weiter. Also ich würde mit partiellem Abreißen und dann ausprobieren, auch von Nachbargleisen, das Versuchen mal in den Griff zu bekommen. Ob das hilft, kann ich nicht garantieren, kann sein. Lodos, jetzt erst gesehen, vor einer halben Stunde abonniert. Erstes Abo heute. Ganz liebe Grüße, falls du noch da bist und nicht denkst, dieser Typ da, das ist aber eine ganz arrogante Nuss, die hat gar nicht Danke gesagt. Danke kommt jetzt und bitte Blumen für dich aus dem Chat. Für Lodos22. Lieben Dank. Das war die Strecke hier, die funktioniert. Dann die nächste Sache bitte. Und wir wollten Tassen, Juma, ja okay, das ist angeschlossen, Kurde brauchen wir noch nicht. Ich glaube, Obst wird noch nicht nachgefragt. Checken wir hier oben in der Warenliste, ob es irgend Rotapfel hier bedeutet, potenziell wird hier Obst nachgefragt. Aber der Unterschied zu, wenn es wirklich nachgefragt wird, ist der, dass dann hier so eine Prozentzahl steht. Hier kommt entweder noch gar kein Obst an. Hier steht Obst 100%. Das ist Quatsch. Die brauchen hier kein Obst. Nie und nimmer. Hier kann man es erkennen. An den Zahlen. Wenn dann Bedarf ist oder ein Verbrauch, dann steht hier neben dem Smiley auch der Verbrauch drin. Wenn hier unten steht 0,0 neben dem Symbol, dann sieht man, die brauchen keine Äpfel und deshalb sind sie glücklich, dass sie keine bekommen. Also Obst wird hier noch nirgendwo nachgefragt. Auf der Strecke hier. Wolle haben wir gemacht. Oh, die Wolle hätte hier auch gereicht. Das hätten wir uns auch schenken können. Hier ist ja Wolle. Ist egal, komm. Jetzt haben wir das gebaut und jetzt bleibt es dabei. Gott, das haben wir total verschenkt. Komm, wir machen das alles wieder weg. Stattdessen verteilen wir die Wolle von hier über die ganze Strecke. Was meint ihr? Wobei wahrscheinlich, auch ohne den Anschluss des Zuges, war vorher hier schon die Wolle per Straße. Hier ist ja eine Straße, schaut mal. Wird uns grafisch angezeigt. Und die Wolle wurde teilweise per Straße hier schon runtergebracht. Insofern, alles gut, lassen wir so. Ja, das war's. Mais wollten wir woanders reinbringen. Jetzt kommt die Cargo-Geschichte noch. Wir starten einen Zug. Einen Cargo-Zug. Mit Frachtautomatik. Und mit drei Zügen auf der Strecke in Albuquerque. Und Mitfahrt bitte hier. Dann hier lang. Dafür haben wir extra den Bahnhof hier angeschlossen. Dann hier lang. Dann hier hin. Dann hier vorne hin. Dann wieder retour bitte. Und dann landen wir wieder oben. Drei Stück. Drei oder vier? Ach komm, wir machen vier. Einmal vier bitte. Und Abfahrt bitte. Mit vier Zügen. Aber wisst ihr, was wir dann machen? Es wird bestimmt wieder kalt, dann brauchen wir mehr Wolle. Fachsimpelt sich Pride Abide durch den Chat. Duck26DE. Lieben Dank fürs erste Abo. Willkommen hier. Mögest du dich hier wohlfühlen. Blumen aus dem Chat gehen an dich als neues Mitglied unserer Twitch-Community. Ja? Ganz liebe Grüße an Duck26. So, einmal starten wir. Hier geht's los. Und wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich werde brutal.
raue, rohe Gewalt. Ich reiß das hier doch wieder ab, weil wir haben doch extra hier den Wollbahnhof angeschlossen. Und hier extra ein Warendepot gebaut, damit die Wolle mitgenommen werden kann. Das kommt alles hier weg. Alles weg hier. Muss alles weg. Ich will den Zug hier nicht haben. Alles wieder weg. Alles wieder verkaufen. Alles wieder löschen. Wie nennt man das nochmal, wenn Tari TD, lieben Dank fürs zweite Abo, auch für dich, dickes Danke. Einsparung, wie nennen so brutale Konzernherren solche Maßnahmen? Wenn irgendwas abgerissen wird, Strecken stillgelegt, aus dem Gebäude abgerissen, Personal vor die Tür gesetzt wird. Da gibt es ja irgendwie so ein schönes, positives Wort für. Einsparmaßnahmen. Wir verschlanken uns. Ja? Das ist so ähnlich wie wenn man eine Diät macht, weil man zu viel Streuselkuchen mit Schlagsahne gegessen und dazu Eierlikör gesoffen hat. Ja? Wir verschlanken eine Restrukturierung, sehr schön. Eine Reorganisation, einen Rückbau. Wunderbare Begriffe. Konsolidierung, Sanierung, ganz genau. So machen wir das. Das alles machen wir. Rückbau, Restrukturierung, Umstrukturierung. Verschlanke mit Freisetzung. Vielen Dank. Liebe Leute, Optimierung. Zucker. Liebe Grüße in die Schweiz Richtung Hyperion. Sehr schön. Komm, wir machen einen auf böse. Wisst ihr, was mir bei Railway Empire 2 fehlt? Ich hätte gern so wie bei Age of Wonders 4. Für bestimmte Maßnahmen, die ich mache, so ein Gut- und Böse-Button, den es rechts unten gibt, da unten. Und wofür bestimmte Taten, die wir im Spiel machen, unsere Moral von neutral rauf geht zu gut oder runter geht nach böse hin. Und jetzt frage ich mal euch, ganz wertneutral im Chat, wenn wir hier Arbeitskräfte freisetzen, Gebäude zerstören, Strecken entfernen, ist das eine gute oder eine böse Maßnahme? Ich will das selber gar nicht werten, ich lese aber gerne vor, was ihr im Chat jetzt schreibt. Mache ich gerade was Gutes oder etwas Böses hier? Wie seht ihr das? Wie nehmt ihr das wahr hier? Ist das gut oder böse? Gut für die Umwelt. Gutes Argument, ja. Ist es wirklich gut für die Umwelt, wenn wir die Wolle nicht mehr aus der Nähe nach Yuma bringen lassen, sondern von ganz weit weg über riesige Strecken hinweg? Änderungen geben Gelegenheit zur Verbesserung. Der Arbeitgeberverband ist anwesend. Liebe Grüße an den Chefpressesprecher Skeletor. Sehr schön. Aber im Ernst, jemand, der Skeletor heißt und für den Bösen, für den Sensenmann steht im Nickname. Vielleicht bist du selber auch ein... trägst du eine Todes- und Böse-Sehnsucht hier in den Chat rein. Das ist Globalisierung, stellt Intruder fest. Brauchen wir dann überhaupt hier unten? Ich habe die Lagerhalle gar nicht gebaut. Okay, alles gut. Dann könnten wir das Wartungsdepot auch wieder entfernen. Ja, unser Betrieb wird verschlankt. Wartungsdepot bitte wieder weg. Geld kommt retour, alles gut, ja. Ich gar nicht. Skeletor fachsimpelt, als Herr des Bösen erkenne ich doch das Gute. Die Strecke weg und jetzt beobachten wir mal, wie die Cargo-Strecke hier, wie der Zug hier lang fährt. Unser erster. Was nehmen wir an Bord? Fleisch. Ein Stück Fleisch. Und dafür habe ich 4 Züge auf der Strecke. 4? Für ein Stück Fleisch? Ein Steak? Ich frage mich gerade, ob ich klug gehandelt habe. Ja, die Kamera ist doch total verschoben hier. So ist besser. Ein Stück in die Richtung, ein Stück wieder zurück. Jetzt ist wieder gut, ne? Das ist ein Monster-Riesensteak-Stück, meint Rumpelstilzchen. Billo Bismarck meint, unser Zug wäre dekadent. Weil für ein Riesensteak hier den Heizkessel anschmeißen. Echt?
Jetzt schauen wir mal, was auf der Gegenstrecke. Einmal Hupe. Ja. Jetzt bin ich gespannt, was wir bei der nächsten Strecke mitnehmen, im nächsten Streckenabschnitt. Nochmal Hupe. Nochmal Pfeifen. Warum ich das mache? Weil ich es kann. Oh, jetzt kommen die Beraterweisheiten im Chat von Falk. Klingt wie ein Gedicht. Ich lese vor. Kommt Zeit, kommt Umsatz. Puh, Jazz ist nie wahr. Jede Menge durch Zeit, jede Menge Stoff. Falk hatte recht. Eins Tick hin, ganz viel Stoff weiter. Sehr schön. Ich fahre mal so mit, der Abwechslung halber. Ankunft. Das ist echt ein Nest hier. Ach, das war der Landbahnhof, wo wir Wolle mitnehmen könnten. Haben wir aber nicht gemacht. Da wünscht man sich doch seine Modelleisenbahn zurück. Wer von euch hat als Kind oder als Erwachsener, wer weiß, mit einer Modelleisenbahn gespielt? Hand hoch, wer Modelleisenbahnen nicht nur von Fotos kennt oder von Freunden oder davon, dass man mal eine verschenkt hat. Wer hat selber privat im Real Life, nicht bei digitalen Spielen, im Real Life eine Modelleisenbahn-Vergangenheit? Dass Tobi Lego-Züge, ja auch Bello Bismarck, ja auch, Lego-Züge gelten auch. Ja? Skeletor, Rumpelstilzchen, Tobi, Graufurt, Falk, Lego-Eisenbahn bei Marie Gomper. Janini hat eine im Keller. Große Hobby deines Partners. Sehr schön. Der ganze Keller ist voll mit LGB. Lehmann Großbahn. Das denkst du doch gerade aus. Gibt's sowas wirklich? Lehmann Großbahn? Oder erfindest du das gerade? Meister Wuschel, Jepp Dito in H0 Maßstab. Captain Pavlos früher mal. Intruder ebenfalls. Bello Bismarck 5 Stück. Was, wie 5 Stück? Hobby Nummer 1 bei Fero Zock. Erzähl mal, wie groß denn, was machst du? Welcher Maßstab? Wie viele Räume werden in Beschlag genommen? Wie viele Freunde hast du darüber verloren? Wie viel hast du gewonnen? Über dein Lieblingshobby. Eine kleine bei Skeletor, die hat immer meine Spielzeugsoldaten an die Front gefahren. Ach, übrigens, Leute, wo ich gerade einen auf Captain Picard mache. Achtung, das kennt ihr ja schon, ne? Warum ist das heute am 8.9. Juni 2023 eine top aktuelle Geste? Wer hat heute die Nachrichten der Spielemagazine verfolgt? Welches Spiel ist angekündigt worden? Ich glaube heute oder gestern Abend. Wer hat's mitbekommen? Ein Paradox Interactive Großstrategiespiel, das ich glaube in diesem Jahr noch rauskommt, also bald rauskommen soll, mit Star Trek Lizenz. Mit Romulanern, 4 Fraktionen spielbar, Klingonen, Romulaner, die Menschen, die Föderation und irgendwas, was ich gerade vergessen habe. 4 spielbare Fraktionen. Picard mit Picard-Lizenz und Bild. Borg eventuell als Leute, die als Kreaturen, gegen die man kämpfen kann. Die traten im Trailer auch auf. Freue ich mich wie Bolle drauf. Ich habe auch schon Paradox Geiche angeschrieben. Wir machen auf jeden Fall, sobald es geht, Preview-Streams hier. Ja? Star Trek, Großstrategiespiel von den Stellaris-Machern von Paradox. Ah, Fero Zock schreibt, Baugröße H0 in 2 Clubs dabei. Sehr schön.
Okay. Märklin hatte Bello Bismarck früher immer im Quellekatalog bewundert, leider immer sehr teuer. Spur Z-Intruder bis unter die Zimmerdecke zum Runterlassen? Ernsthaft? Also du hast quasi bei dir im Raum oder in einem deiner Räume noch eine weitere Ebene, oberhalb der Ebene, wo du gehst und wo die Tische sind, hängt unter der Decke und da sind so Seilzüge dran und da kannst du deine Modelleisenbahn runterlassen, ohne Scheiß, wirklich. Wenn ihr möchtet, ernst müsst ihr nicht, aber wenn ihr möchtet, meldet mir mal ein Foto von euch mit eurer Modelleisenbahn. Ihr könnt euch auch weglassen, aber ich fände es schöner, wenn ihr mit im Bild drauf seid. Könnt ihr mir privat zumailen. Mailadresse haben die Chatmods für euch. Einer kann ihr euch gerne mal, oder steht auch in jedem Impressum dran. Und dann poste ich das Foto mal bei einem, dann blende ich das mal ein, dann bei einem der nächsten Railway Empire Streams ein. Wenn ihr möchtet. Ihr müsst das nicht. Ihr könnt auch sagen, meine Privatsphäre ist mir heilig, aber ich persönlich würde mich freuen. Würde ich zeigen hier. Wenn es viele machen würden, könnte ich sogar so eine Diashow machen und mal die coolsten Modelleisenbahnen unserer Railway Empire 2 Community posten. Würde ich hier bringen, mal zwischendurch eine Diashow im Stream und würde ich dann auch klippen und würde es dann auf YouTube als Video bringen. Ernst gemeinter Vorschlag hier. Aber das mache ich nur dann, wenn mindestens, also ich kann es jedes Mal, ich kann die gerne zeigen, aber so ein extra Video, da müssten schon so mindestens, sagen wir mal, 5 zusammenkommen, sonst wäre das ein bisschen doof. Im Flur mit Rollladengurten bei Intruder, okay. Die E-Mail-Adresse, Jade Falke, guck dir mal, ob du mal ein Impressum findest. Da steht das drin. Ist da meine E-Mail-Adresse drin? Ich erinnere mich mal in der nächsten Pause drin. Dann poste ich dir mal hier. Ach so, für YouTube. Ihr wollt das vielleicht auch. In meinem Impressum auf YouTube, da steht, glaube ich, eine E-Mail-Adresse drin. Glaube ich. Guck, einfach mal nachgucken. Gilt auch für die YouTube-Leute. Wenn ihr möchtet, auch gerne bitte hier. Aber gebt bitte euren Nick auch an, wenn ihr mir e-mailt, damit ihr mir nicht irgendwelche Fotos aus dem Internet zuschickt von fremden Modelleisenbahnen. Mal irgendeine Geschichte erzählt. Also ich will auch wissen, welcher Nick dahinter steht. Ne? Genau. Ah, da ist der, wurde gerade auf Twitch gepostet, der Link auf meinen YouTube-Kanal und im Impressum, da steht die E-Mail-Adresse. Alles gut. Dann ist gut. Sehr schön. Steineck, 21. Abo, Grüße an dich. Oh Gott, jetzt habe ich so mit euch die Zeit verplauscht. Wir haben 44 Millionen, wir müssen dringend nochmal wieder was bauen hier.